geht ab, Leute? Willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir Elf Freunde. Und das ist El Rocky. Also, in diesem Video geht es heute mal um eine Reaction, Leute. Der liebe Seo, wie auch immer, der hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen, wie sich Elf Freundin auf TikTok blamiert. 100% TikTok cringe, okay? Wir wollen nur jetzt direkt zu Beginn sagen, bitte geht jetzt nicht auf das Video von ihm und lasst Hate da oder so, weil das ist nicht Sinn der Sache. Wir möchten einfach nur eine Reaktion darauf filmen und auch mal unsere Meinung dazu sagen. Und es soll kein Hate-Video werden oder so. Wir sind alle freundlich, wir lieben uns alle. Liebe geht raus. Hashtag #ElfFreundeCommunity, zeigt immer Liebe. Und ja, das war uns einfach nur wichtig. Wichtig! Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten. Auf geht's. Let's go. Leute, letzten Sonntag hatte ich mal ein paar Stunden Freizeit und da dachte ich mir, yo, schaust du mal, was auf TikTok so abgeht. Okay, das ist und wird auch nie passieren, aber gehen wir mal davon aus, dem wäre so gewesen. Also habe ich ganz entspannt durch die App geswiped und zwischen tanzenden Minderjährigen und nutzlosen Lifehacks das hier gefunden. Ey, Freundin, du hast so einen geilen Ordner, da steht so viel schlaues Zeug drin, oh mein Gott. Ey, Freundin, du hast so einen geilen Mülleimer, oh mein Gott, da ist so viel Konfetti drin. Ey, Freundin, du hast so einen geilen Badezimmerspiegel, oh mein Gott, der hat ja sogar Touch. Da habe ich noch voll die Haare. Davon gibt es so viele Versionen von diesen. Du hast so einen geilen, wenn du es so lange nicht mehr gemacht. Aber das ist auch voll schlau eigentlich. Weil uns irgendwann nichts mehr eingefallen ist, was man sagen kann. So. Obwohl man eigentlich alles sagen könnte. Man kann sagen, oh mein Gott, du hast so einen geilen Sessel, oh mein Gott, du hast so eine geile Wand. Du kannst eigentlich alles sagen. Ja, eigentlich ist das voll die schlaue Idee. Und es wurde schon voll oft nachgemacht auf TikTok. Ja, es wurde schon öfters Es wurde schon voll oft von uns geklaut. Aber dazu sagen wir nichts weiteres. Aber ich finde die Idee nice. An der Stelle habe ich mir gedacht, Alter, wenn man wirklich 4 TikToks pro Tag in diesem Stil hochlädt, ey, da muss es doch mega viel Hate geben, oder nicht? Also habe ich mal diesen Clip mit dem Spiegel in die Kommentare geschaut und was sehe ich da? Ihr Blick macht weiter so, ich dachte schon, ich mag euch so sehr, macht weiter so. Das ist die Hashtag, ey, Freundin Community. Let's go. Was, Leute, ich meine... Man merkt, sie hatte sich schon auf eine andere Aussage gefreut. Am Arsch, der Clip ist gestellt, das sieht man doch, ich meine... Ey, Freundin, ich leg die alte flach. Und nagel die neue. Was machst du? Die Gartenhütte. Unsere neue Gartenhütte. Die nagel. Das ist so schlecht. Lass es doch mal laufen. Nicht neu. Yay, Acting! Wer dachte auch alles falsch? Junge, wie alt bist du? -4? Ja! Und wer jetzt sagt, Seo, du musst aber. Das war übrigens der Lieblingseffekt von Elf Freundin. Dieses. Ja! Toll. Zugeben, der Gartenhütten-Joke, der war schon recht schlagfertig und kreativ. Jedes Mal einfach nur ein Werbeslogan von Hornbach. Und im Kontext macht's auch... Ich schwöre, ich kannte diesen Werbeslogan ich von Hornbach nicht. Ich schwöre. Also ich gebe zu, ich habe das gegoogelt, aber ich habe das noch nie bei Hornbach oder so gesehen. Weil Hornbach legt unsere alte flach und nagelt die neue auch noch. Haha, Doppeldeutigkeit, lustig und so weiter. Aber wenn man zu seiner Freundin sagt, ich leg die alte flach, dann ist sie halt so, hä, welche alte? Und wenn man dann sagt, und ich nagel die neue, wird sie sagen, hä, welche neue? Es ergibt keinen Sinn, okay? Ey, Freundin, wenn jemand sagt, Zeit heilt alle Wunden, dann hau ihm eine rein und sag es gleich wieder gut. Dann die geilsten Videos raus. Dieser Spruch ist ein uralter Kalenderspruch, selbst Made My Day hat den schon geklaut. Also war das ja dann eine abgefilmte Kopie von einer Kopie einer Kopie. Ey, Freundin, stimmt das eigentlich, dass Frauen es lieben, wenn Männer sie von hinten umarmen? Mir zerreißt gleich den Schädel, Alter. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Alter, das kannst du niemandem erzählen. 1,2 Millionen Follower! Über 1,6 mittlerweile. Irgendwas mit 70 Millionen Likes. Die im TikTok, die verdienen echt Geld damit. Ob die auch Steuern zahlen? Das würde mich echt mal interessieren am Ende. Wir zahlen Steuern, natürlich. Steuern. Wir haben eine GbR gegründet, Leute. Alles hier, Dings. Wie heißt es? Wir machen nichts Kriminelles. Ich weiß, Freundin hat eine kriminelle Ader. Ihr wisst es mittlerweile, aber wir zahlen natürlich unsere Steuern. Machen die das gar nicht. Aber wenn wir schon mal beim Thema Geld sind. In erstaunlich vielen TikToks wird sogar mit Geld umhergeworfen, warum auch immer. Vielleicht swipen manche nicht weiter, wenn man ein Bündel Geld sieht und dann schmeichelt man damit dem Algorithmus von TikTok, keine Ahnung. Ey, Freundin, jetzt wach endlich auf, es ist schon nach 1 Uhr. Wie, Oh wach auf! Wach auf!
Alter, ich wusste gleich, dass Frauen immer perfekt geschminkt aufwachen. Ey, und die Haare sind auch nicht zerzaust. Also wenn man schon sowas gestellt hochlädt, kann man es wenigstens realistisch machen. Also ungefähr so. So sieht die Realität aus. Ich meine, niemand, wirklich niemand steigt so in ein Auto ein. Das macht man nicht. Und was soll dieses Ey-Freundin-Gelaber eigentlich? Spricht der Typ... Hä, safe steigt man so ins Auto also ein, also ohne Witz jetzt. Ich steige so in ein Auto rein. Du hast ja jetzt nicht übertrieben gesteigert, dass du dir die Hüfte auskugelst oder so. Also du hast vielleicht ein bisschen Arschbacke nach außen gezeigt, okay, aber... Eigentlich bist du ganz normal eingestiegen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr in ein Auto einsteigt. Ist so. Eigentlich steigt man so in ein Auto ein. Ich denke so. Achso, und kurz noch wegen der Geldsache, das stimmt ja eigentlich wirklich. Also so, wenn man jetzt viel Geld in der Hand hat oder so, dann bleibt ein Zuschauer automatisch irgendwie auch länger am Handy. Weil er wissen will, was da los ist. Ja, ne? Also deswegen, da haben wir natürlich auch ausprobiert. Wir sind jetzt seit August dabei, seit 4-5 Monaten, und deswegen müssen wir auch ein bisschen herausfinden, was zieht die Leute an oder was lässt die Leute am Handy. Das war ein Versuch, aber wir haben es ja nachher nicht mehr gemacht. Ja. Aber ich würde es trotzdem wieder machen. Doch jeden mit A an? Ey, Freundin! Und Freundin von Ey, Freundin! Und Freund von Ey, Freundins Freundin! Ey. Halt dein Maul. Boah, ich muss sagen, an der Stelle kann ich auch langsam nicht mehr, aber wir haben immer noch ein paar Clips vor uns, über die müssen wir einfach reden, also. Ey, Freundin! Du bist doch ein Viertel Türkin, oder nicht? Ja. Tschüss. Haram Walla. War das gerade ein bisschen rassistisch? Das ist ja so als... Das gar war nicht. Null rassistisch. Das ist null rassistisch. Das ist einfach nur witzig. Das ist keine Rassisten. Nein, also ich habe sogar mit einem Schwarzen zusammengewohnt in München. Also ich bin wirklich 0,0 Rassist, Leute. Ja, also das ist ja einfach nur Spaß. Das sind so... Klischees, würde ich jetzt mal eher sagen, oder? Ja. Yeah. Weil ich glaube, der meint rassistisch wegen diesem Schnäuzer und diese Nase und so, meiner Verkleidung nicht. Da. Aber das ist ja einfach nur so Klischee, Leute. Oder? Ja. Yeah. Also wir sind 0,0 rassistisch. Würde ich sagen, ey Carina, stimmt es, dass du zu 100% Russin bist? Ja. Oh, Putin, Putin, Wodka. Das ist so gut. Oh Gott. Ohne Scheiß, der müsste echt TikTok machen. Ja. Gorbatschow, Putin, Wodka. Alter, das geht nicht, sowas kann man nicht machen. Ey, Freundin, hast du Durchfall? Nein, wie kommst du darauf? Also bist du bereit für was Festes? Ey, der Spruch ist schon wieder kopiert. Der ist kopiert? Echt? Wusste ich schon wieder nicht, ohne Witz. Aber der war auch sauschlecht, dieser Spruch. Der war Spruch, so schlecht und ich war so schlecht genau an diesem Tag, dass ich am Ende nicht mal lachen konnte. Ja, du hast ihn ja nicht mal gerafft. Ich glaube, du raffst ihn bis heute nicht. Ich doch. Ja. Aber als du mir den vorgelesen hast, habe ich es nicht gerafft. Ja, der ist weil der so schlecht ist einfach. Ja, der ist sauschlecht, okay. Sorry. Und wie Bock auf was Festes. Ihr seid doch schon zusammen. Das ergibt doch gar keinen... Es ist doch... Es ergibt schon wieder. Keinen Sinn, okay? Ey, Freundin, was ist circa 20 cm lang und jede Frau hält es gerne in den Händen? Nee, hier, 50 Euro. Ey, warte! Hallo, das ist meine! Ey, scheinbar ist ey Freund so ein Typ, der gerne mal auf 20 aufrundet, ne? Jetzt wissen wir wenigstens die Wahrheit. Aber komm schon, unter dem TikTok müssen Leute doch ausrasten, oder? Wie sie immer nach unten schaut. Ja, so gespielt. Wo sie hin zeigt. Ja, eben so gespielt. Wie sie ausgerutscht ist. Ja, so. Alter, ich dreh durch! Und Leute, ich könnte wirklich 1000 Jahre noch so weitermachen. Bei jedem Clip kann man eigentlich irgendwas ankreiden. Es geht los von klischeehafter Darstellung von Mann und Frau, was ja immer sehr negativ für das Weltbild ist. Das Präsentieren von seinem Lebenspartner mit komischen Versprechungen an neue Nutzer. Bis hin zu ganz schwierigen Fake-Pranks, die es auf YouTube ja auch schon mal gegeben hat. Diese Ich-mach-Schluss-Pranks. Ich glaube, es wäre halt das Beste, wenn wir uns trennen, aber vielleicht als Freunde den Ey-Freunden-Kanal irgendwie weiterführen. Ist das denn ernst? Als würde ich den Kanal einfach weiterführen, als wäre nichts gewesen. Das ist echt das letzte Glück, ey. Ey, die Oscar goes to? Ja, sicher die zwei hier, Arschlöcher. Aber der Prank ist an der Stelle noch gar nicht vorbei. Es kommt noch der Plot-Twist. Es war nur ein Prank. Ich würde doch niemals mit dir Schluss machen. Ich hab hier was für dich als Entschuldigung. Und gefällt sie dir? Ja, danke.
bitte. Ja, liebe Kinder, so ein Schlussmach-Prank macht richtig viel Spaß. Und mit einer hübschen Kette ist auch jede Frau einem nicht mehr böse, denn wir wissen ja alle, dass Frauen keine Prinzipien haben. Alter, ich kann nicht mehr! So, jetzt aber mal Butter bei den Fische. Ich weiß, ich war heute ein bisschen gemein, aber eigentlich habe ich nur bedingt was gegen diesen TikTok-Account, weil jeder kann ja machen, was er möchte, wenn es ihm Spaß macht, solange man damit keinem wehtut. Deswegen auch ganz wichtig, bitte Leute, nicht rübergehen und irgendwelche Hater-Kommentare jetzt reinschreiben, bei denen das bringt ja nichts und ist einfach nur weg. Das macht man nicht. Wenn ihr den Account noch nicht kanntet und auch kein Interesse habt, den zu kennen, dann bitte einfach weiterhin das ignorieren, weil das Leben ist einfach zu kurz, um sich über irgendwas aufzuregen und ständig irgendwelche Kommentare reinzuknallen, die... Das können wir nur weitergeben, Leute, ja. Also auch wenn ihr das jetzt seht, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, aber wie gesagt, Hate ist einfach unnötig. Deswegen bitte keine Hate-Kommentare unter das Video. Lieber ganz viele Hate-Kommentare unter unserem Video jetzt, falls ihr Hate vertreiben wollt. Der Grund für dieses Video ist also nicht, dass ich aufzeigen möchte, wie schlimm dieser Account ist, sondern eher, dass ich es so interessant finde, was teilweise Erfolg auf TikTok hat. Solche Accounts haben richtige Fans, die auch Merch kaufen und so weiter. Also das ist total krass, so, das geht mir gar nicht in den Kopf. Es soll ja auf TikTok auch guten Content geben mit kreativen Effekten, aber oft beschränken sich eben kreative Effekte auf das hier. Geile Transition. Bruder! Magie! Das ist halt gerade mal nett, vielleicht. Also auch bei dem Clip zum Beispiel, man hat was in der Hand und danach, bam, hat man was anderes da. Wie hat man das wohl gemacht? Aber schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, wen ich auschecken soll, weil ich würde super gerne meine Meinung zu TikTok ändern, ganz ehrlich. Meine Skepsis beruht zum größten Teil eigentlich nur darauf, dass man halt eine Minute lang Zeit hat, seinen Content zu kreieren. Und eine Minute ist halt sehr kurz. Kann man darauf überhaupt irgendwas Wissenswertes, Unterhaltsames, irgendwie eine gute Idee realisieren, weil es ist schon verdammt wenig Zeit einfach. Grüße gehen auf alle Fälle raus an ey Freundinnen. Ganz ehrlich, wenn ihr Spaß damit habt, was ihr da macht, dann sei denn so, ich bin der Letzte, der eine Spaßbremse sein möchte. Ich muss ja nicht alles nachvollziehen können. Grüße gehen raus an Zoe. Seo. 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 Ey, sorry, sag uns bitte mal, wie du richtig heißt. Wir wissen nicht, wie du ausgesprochen wirst. Ja, aber Grüße gehen auf jeden Fall auch raus und Liebe und wir gucken uns das noch schnell zu ändern. Es gibt noch ungefähr eine Minute. Darauf erstmal eine Konterhalbe. Leute, smash den Like-Button und lasst ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. 500k für Seo ist noch. Okay. Das ist jetzt nur noch Eigenwerbung. Ja, Leute, also ich feiere das Video auf jeden Fall. Ich finde es sehr lustig, wie er das alles dargestellt hat. Meine Lieblingsszene ist das mit seiner Freundin. Mit der russischen. Mit der Russin. Mit Russisch so sprechen, gut. Ja. Ja, also wie gesagt, auch mal kurz, damit ihr vielleicht mal ein Statement von uns dazu habt. Natürlich sind manche Sachen gestellt auf TikTok, Leute. Manche Sachen sind aber real. Auch gerade wenn es so zum Beispiel um unseren Rocky. Hund geht, Rocky oder so, da wisst ihr Bescheid, da würden wir jetzt niemals irgendwie Lügen in die Welt setzen oder so. Wir mussten uns auch daran erstmal rantasten, stufenweise, was kommt bei TikTok an, was nicht. Unser zweideutiger Humor seit Anfang an ist mega bei euch durch die Decke gegangen und ihr habt uns dafür mega gefeiert, deswegen bringen wir das zwischendurch immer wieder mal so. Aber ja, wie gesagt, also wir können jetzt auch nichts Schlechtes zu dem Video sagen. Manche Sachen sind natürlich gestellt, Leute. Also warum sollen wir euch da jetzt irgendwas verheimlichen? Ich habe sie jetzt nicht wirklich mit ihr Schluss gemacht. Und um mal alles auf den Tisch zu hauen hier, diese Kette hat sie sich letztendlich sogar selber gekauft. Und wir haben es aber so verpackt, als hätte ich ihr die dann verkauft. Okay, jetzt habt ihr mal hier eine... Jetzt habt ihr die Wahrheit! Habt ihr mal die Wahrheit. Jetzt haben wir gleich von 1,6 Millionen auf 1 Million Follower gesunken. Ja, nee, aber ich glaube, ihr wisst es selber. Wir versuchen euch nicht heftig zu verarschen, Leute, oder so. Aber manche Sachen, die kann man dann einfach nicht in Real Life so drehen. Da muss man halt ein bisschen was... faken, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, vergesst nicht, Leute, TikTok ist eine App, die dient zur Unterhaltung. Solange wir euch unterhalten können und ihr Spaß habt, ist doch eigentlich das Wichtigste, Leute. Also ich fand das Video ganz funny. Ich fand das auch. Also es ist mega lustig geworden. Und es ist mega gut geschnitten und alles. Also es ist eigentlich voll das coole Video. Ja. Natürlich hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Pluspunkte für uns da lassen können, so auf jeden Fall. Aber allgemein finde ich das Video richtig lustig geworden. Und ich finde es gut, dass er am Ende nochmal erwähnt hat, dass jetzt keine Hate-Welle oder so auf uns... Genau, das finde ich auch mega. Und ich finde es auch mega, dass er eigentlich offensichtlich auch viel Werbung für uns macht, ja? Also viele machen ja immer Reaction-Videos oder regen sich über andere Leute auf und da sagen die nicht einmal den richtigen Namen, die blenden nicht einmal den TikTok-Account ein oder so. Und hier sieht man ganz oft unseren TikTok-Namen auch, also wir können nicht klagen, weil das Video hat jetzt mittlerweile 184.000 Views und deswegen ist es auch irgendwie eine indirekte Werbung für uns, auch wenn es vielleicht nicht so eine krass positive Werbung ist, aber es ist auf jeden Fall Werbung und deswegen, also ich finde, ich nehme das Video sportlich, glaube ich, kann man sagen und bin nicht böse oder so, ich finde, es ist mega cool geworden und ja,
So, Freunde, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es war auf jeden Fall funny. Es war funny, oder? Es war richtig funny. Okay, also abonniert uns gerne, macht die Glocke an, dong, 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 dong. Und checkt auf jeden Fall Instagram und TikTok nochmal bei uns ab. Jeden Tag 4 neue Videos. Let's go! Mittwoch um 18 Uhr. Let's go. Tschüss! Tschüss!